So, meine lieben Freunde, da sind wir auch schon wieder hier mit einem neuen Part von Let's Play Guild. Wir sind ja immer noch auf der Suche nach Emily und so langsam habe ich das Gefühl, die Lage spitzt sich allmählich zu. Ich frage mich ja, wie lange es wohl noch dauern wird, wie ich hier weiterkommen soll. Okay, ich muss ein Ventil finden, um die Sprinkleranlage zu benutzen. Suchen wir mal rum. Ich glaube, ich habe sogar. Warte mal, was ist das hier? Achso, Batterie. Oh, sehr gut. Sieht Nehmen wir mit. nützlich aus. Das können wir gebrauchen. Batterie ist nie verkehrt. So, erstmal hier runter. Also, ich glaube, ich bin nicht so ganz sicher. Brauchen wir eigentlich ja. Ah, da sehe ich so schon. Nein, ich denke mal, die Sprinkler zu zünden wäre gar nicht so schlecht. Also, zünden, was heißt hier zünden? Also, einfach mal einzuwerfen. Genau, weil ich muss die hier. Ich muss sie hier anbekommen, damit ich da weiter kann. Wie komme ich jetzt dahin? Ah, hier. Okay, ja, sieht aus, als würde es zu irgendeiner Maschine gehören. Das ist nützlich. Na denn, gucken wir mal weiter. Was haben wir noch? Na trotzdem, ich habe echt ein mieses Gefühl hier bei der Sache. Ja, wenn man bedenkt, dass ich ja beim letzten Part wieder schon fast draufgegangen wäre, weil ich zu unvorsichtig war. Ja, gelobt seien die Sprinkler. Na schön. Ich bin jedenfalls halbwegs bereit dafür. Also ich habe zumindest genug Batterie, um jetzt vielleicht sogar bis zu zwei Gegner auszuschalten. Ist das Emily? Oh verdammt, ich muss schnell dahin. Das wird nützlich sein. Gucken wir mal, was ist hier passiert. Hallo? Mann, als hätte ich es nicht geahnt. Die Kreatur konfrontieren. Okay, und wie soll ich das machen? Der macht doch eigentlich einen Haufen Asche aus mir. Okay. Das ist nicht gut. Wie soll ich den platt machen? Falls ich ihn überhaupt platt machen soll, aber so, ich meine, der macht doch ein Stück Kohle aus mir. Oh shit! Und ich komme nicht raus. Verflucht, wie mache ich den platt? Ich muss ihn zum Wasser locken. Okay, der hat eine Range. Komm her. Na komm. Okay, ich habe ehrlich gesagt gerade keinen Plan, wie ich ihn eigentlich erledigen soll. Alter, wie lösche ich dich, Mann?
nicht gut. Ich verstehe das jetzt gerade nicht. Nee, der macht mir gerade viel zu viel Schaden. Kann ich das irgendwie noch mal neu machen? Ja, das sieht schlecht aus. Hä? Ah, ich hab's. Okay, oh, der hat eine Range. Alter, was zum... Okay. Okay, das ist ehrlich gesagt ein bisschen zu komisch für mich. Also, was sollen wir tun? So, erstmal muss ich ja nochmal gucken, wie er das jetzt eigentlich ja hier anstellt. Also er zerlegt jetzt erstmal wahrscheinlich einen nach dem anderen, einen Tisch nach dem anderen hier. Hat nicht so gek... Muss ihn zum Wasser locken. Ey, das ist jetzt ehrlich gesagt ein bisschen komisch. So, kann ich ihn jetzt auslöschen? Nee, noch nicht ganz. Okay, er läuft schneller. Nicht gut, nicht gut. Habe ich ihn erwischt? Ach Mann, lauf, Sally, lauf! Okay, habe ich ihn? Ja, gut, ich habe ihn. Und nu? Oh, Sprinkler. Tja, ich denke mal, jetzt haben wir ihn wirklich. Der fackelt hier nicht mehr lange. Ist er tot? Es ist noch zu früh zum Feiern. Ja, würde ich auch sagen. Sie muss im Auditorium sein. Super. Auditorium, wo ist das? Ich habe keine Ahnung. Okay, das ist irgendwo da unten. Ja, toll. Wie komme ich jetzt hier raus? Okay, gut. Ich habe hier... was? Hä? War das jetzt gerade so ein Spielfehler oder was sollte das? Oder ist hier vielleicht draußen im Flur irgendwie wieder ein Vieh, das mich jetzt fast bemerkt hätte? Ja. Gut. Okay, wir müssen erstmal wieder runter in den ersten Stock, oder wie?
Klassenzimmer 208 habe ich ja immer noch nicht hier erforscht. Ehrlich gesagt will ich das jetzt hier nicht einfach so stehen lassen. Ach, Mann, ich hing fest. Immer. Ach, das war knapp. Wie es aussieht, sind tatsächlich wieder einige Gegner erschienen, beziehungsweise, nee, warte mal, den da? Der war ja vorher schon da. Genau, das war ja der, der mich ja fast das letzte Mal erwischt hätte, weil ich das mit der Dose voll verkackt habe. Aber diesmal würde ich mal sagen, kriegen wir es hin. Obwohl, ich könnte ihn eigentlich ja natürlich auch mit der Lampe zerlegen, aber... Nur los. Geschafft. Was jetzt? Ja, das echt, den hat sich nicht gejuckt. Mann. Na gut, dann eben einfach auf die klassische Methode. Es wäre jetzt ein bisschen doof, den so zu zerlegen, aber naja, gut, was soll's. So denn, richtig. Also ich muss eigentlich erstmal noch überlegen. Also ich habe sonst eigentlich ja nirgendwo was gesehen, von wegen, dass hier noch irgendwelche Tentakeln sind oder so. Okay, aber ich denke mal, die Etage hier ist jetzt erstmal soweit clear. Also, ja, gucken wir uns nochmal weiter um. Eher nehme ich ja mal davon aus, dass ich ja noch irgendwo hier irgend so ein... irgend so ein Tentakelding hier noch irgendwo finden muss, beziehungsweise diese komischen Augen dafür. Das ist schon merkwürdig. Mal, wo war das jetzt? Hey, ich muss doch hier lang. Dann war das, glaube ich, irgendwo, nee, falsche Richtung. Hier lang oder nicht? Warte mal, nee, ich bin irgendwie voll falsch. Aber wer weiß, vielleicht war das ja die Stelle hier so. Einmal kurz hier durch und mal gucken, ob hier irgendwo. Etwas ist. Na, hier bin ich eigentlich ja überall schon fast gewesen. Na, warte mal, hier. Da kann ich mich ja auch nochmal durchzwängen. Und ich sehe ja, da ist noch auf der Karte noch hier irgendwo ein Asthma-Spray. Ah ja, hier war ich ja auch schon. Wo ist jetzt das Spray? Da. Ja, gute Idee. Wegen dem Bosskampf eben gerade haben wir ja natürlich so ein bisschen unsere Vorräte hier eingebüßt. Also, ja, kann nicht schaden.
Ja, bitte, wie schaut's denn hier aus? Warte mal, hier war ich ja schon, ne? Ja. Ich habe aber sonst nichts weiter gesehen. Oder ist das Ding in so einem komischen Winkel, dass ich es nicht direkt treffen kann? Ich check es ehrlich gesagt noch nicht so richtig. Also wenn die Leitung stimmt, muss das Ding ja eigentlich ja irgendwo hier entlang laufen. Ja, vielleicht im Klassenzimmer 210. Vielleicht war da ja was, aber ich habe es irgendwie nicht so genau erkennen können. Ah, hier habe ich dich. Ha, ich wusste es doch. Irgendwo muss doch was gewesen sein. Jetzt kann ich mir das Klassenzimmer ansehen. So, und schon lösen sich die ganzen Dinge auf. Ja, mal kurz Licht aus, für den Fall, dass hier wieder ist. Weil irgendwas ist doch hier bestimmt. Klassenzimmer 208. Emily, bist du da? Nein, ist sie wohl nicht, aber kämpfe nicht. Okay. Was haben wir hier? Ein neues Ticketstück. Sehr schön. Genau, zwei Ticketstücke. Emilys Teddybär. Dann haben wir ja hier noch das erste Seilbahnticket für die Hinfahrt. Bin ja mal gespannt, wie viele ich von denen hier brauche. Ich denke mal, die werden nämlich nötig sein, um wieder zurückzukommen. Beziehungsweise, ich habe zwar, glaube ich, vielleicht ist ja noch mein eigenes Ticket in irgendeiner Weise gültig. Aber ich brauche ja noch hier eins für Emily wahrscheinlich, damit wir sie nicht zurücklassen können. Anzeichen einer Depression. So sieht es aus. Ich bin ein gut organisierter, rationaler Mensch. Zumindest war ich das mal. Ich war ein bekannter Psychiater, der auf die Behandlung von Traumata bei Bergarbeitern spezialisiert war. Ich genoss Ansehen, Wohlstand und Erfolg, und meine besten Jahre lagen bereits hinter mir. Eines Tages bot mir ein Vertreter der großen Bergbaugesellschaft Tom ein enormes Gehalt an. Ich sollte exklusiv für sie in ihrer Kohlemine in Bethelwood arbeiten, einer Kleinstadt irgendwo in Maine. Ich war zwar nicht auf das Geld angewiesen, aber ich nahm das Angebot an. Ich könnte etwas Ruhe und Frieden gebrauchen. Ich dachte, das wäre vielleicht ein guter Ort für den Ruhestand. Bei meiner Ankunft fand ich heraus, dass die psychologische Abteilung des Unternehmens aus 12 Personen bestand. Das konnte ich kaum glauben. Doch etwas später, nachdem ich mit eigenen Augen gesehen hatte, wie es dort um den Verstand der Bergleute bestellt war, verstand ich es. Inzwischen denke ich, dass 12 noch zu wenig sind. Die Bergleute sind gebrochen. Ich weiß nicht genau, was ist, ja, wie ich es in Worte fassen soll. Sie sind einfach, sie verloren einfach irgendwie den Verstand. Aber warum? Die Stadt war wunderschön, kein schlechter Ort zum Leben, nicht im geringsten. In der Mine herrschten keine besonders schlimmen Bedingungen, das Gehalt war in Ordnung. Aber ab und zu kamen ganz normale Leute, die ein ganz normales Leben führten, einfach mit Anzeichen einer schweren Depression zur Arbeit. Einfach über Nacht, ohne vorher irgendwelche Symptome gehabt zu haben. Ich tat mein Bestes, um den Leuten zu helfen. Das taten alle aus unserer Abteilung. Und wir scheiterten. Ich scheiterte. Dann verschwanden plötzlich die Bergleute. Ich wusste nicht, was los war. Ich war noch nie so ratlos.
Ich dachte daran zu kündigen. Aber ich konnte es einfach nicht. Nach dem Vorfall ging der Großteil des Psychiaterteams, ich aber blieb da. Ich glaube nicht, dass ich weggehen könnte. Vielleicht ist der Brand ja ausgebrochen, weil ich bei einem Arbeiter das Krankheitsbild nicht rechtzeitig festgestellt habe. Ich weiß es nicht. Ich habe immer noch das Ticket für die Seilbahn, mit der ich immer zur Arbeit gefahren bin. Es erinnert mich an diese Zeit. Die Mine, mein Versagen. Irgendwann werde ich es bei diesen Leuten wieder gut machen. Dann werde ich endlich Frieden finden. Dann brauche ich dieses Ticket nicht mehr. Naja, hoffen wir mal, dass Sally ihm jetzt eigentlich ja tatsächlich so ein bisschen den Frieden bringen konnte. Na schön. Wie geht's weiter? Schauen wir mal. Ja gut, das Einzige, was ich jetzt machen könnte, ist erstmal runter den ersten Stock gehen. Warte mal, hier bin ich ein bisschen falsch. Ich kann ja hier den Weg durch den Schacht nehmen, das sollte eigentlich am schnellsten sein. Gucken wir mal. Merkwürdig, ich hatte gerade das Gefühl, ich habe wieder was gehört. Ganz schön gruselig hier. Okay, da unten brennt es ja fast immer noch. So, hier bin ich auf jeden Fall richtig. Also runter den ersten Stock geht's hier lang. So, wie sieht's aus? Ah, nee, hier bin ich ein bisschen falsch. Oder? Warte mal kurz. Ah, hier ist ein Weg frei. Okay, wegen der Sprinkler ist hier wohl eigentlich ja jetzt alles wieder offen. Okay, das leere Zimmer ist immer noch hier an einer Stelle versperrt. Okay, wo muss ich eigentlich überhaupt lang? Zum Kräuter... Nee, Hinterhof muss ich hier hin. Ich habe eben gerade Kräuter gelesen. Bin ich dumm? Egal. Auf jeden Fall ist das hier der Weg, den ich nehmen muss. Na schön. Okay, gut, warte mal. Hier komme ich ohne Probleme weiter. Wie es aussieht, habe ich die Schule wohl komplett gesäubert. So, und nun? Okay, wieso ist sie jetzt so weit weg? Emily war im Auditorium. Ich hoffe, sie ist noch da. Okay, aber woher genau wussten wir das jetzt eigentlich? Na egal, gut. Erstmal weiter, erstmal hier Asthma-Spray mitnehmen. Hier bin ich doch eigentlich ja schon überall gewesen. Wieso ist denn die Karte jetzt schon wieder so leer? Ja, ich schätze mal genau, ich konnte, glaube ich, das letzte Mal nicht hier rüber, weil dieses Brett gefehlt hat. Sieht nützlich aus. Lass mal gucken. Also, das Auditorium, hier geht's rein. Aber soll ich mal raten? Das Ding ist bestimmt wieder abgeschlossen, oder? Nee, doch nicht.
Alles okay, wie es aussieht. Winteraufführung. Ich verstehe. Naja, eigentlich gar nicht. Wenn du Monster wegschubst, kannst du ihrem Angriff entgehen. Naja. Gut zu wissen. Okay, das Auditorium ist mein Hauptziel. Ich will mich aber trotzdem hier außen nochmal umsehen. Nur für den Fall der Fälle, dass wir hier noch was gebrauchen können. Okay, da oben sind wieder ungebetene Gäste. So da hinten im Garten. Ich weiß nicht, ob das wirklich eine gute Idee ist, aber ich mach's trotzdem. Zumindest, wenn ich erstmal Ressourcen sammeln sollte. Hauptsache, ich werde nicht sofort entdeckt. Das nehme ich mit. Da hinten brennt's noch. Alter! Das war jetzt nicht cool. Okay, hier geht es in den Kunstraum rein. Von der anderen Seite verschlossen. Ich verstehe. Warte mal, was ist? Ein brennendes Auge? Das hatten wir noch nie. Mal sehen, ob ich das irgendwie löschen kann. Aber ich schätze mal, ich muss es erstmal. Okay, Anstrahlen alleine funktioniert nicht. Ich schätze mal, ich muss es erst mit Wasser übergießen, bevor ich es komplett zerstören kann. So denn. Okay, okay. Turnhalle geht eigentlich ja auch nicht. Was haben wir hier noch? Hauptgebäude, Parkplatz. Ich würde mich gerne erstmal noch in Ruhe umsehen, aber natürlich eigentlich ja möglichst unauffällig. Ich habe gerade jetzt keine Möglichkeit, mich hier zu verteidigen, deswegen muss ich ungesehen bleiben. Ich will nur sehen, ob ich hier noch vielleicht eventuell noch ein paar Vorräte auftreiben kann, bevor ich jetzt da eigentlich ja da reingehe. Gefährliches Unterfangen, aber naja. Ja, es ist so schön, no risk, no fun oder so. Er kommt hierher. Okay, er geht nur bis dahin. Komm schon, beeil dich, Sally, Mann. Ich weiß, schleichen macht dich langsam, aber trotzdem. Okay. Okay, wieder so hier so ein komisches Glibberzeugs. Alles klar, hier kommen wir also noch nicht voran. Gut zu wissen. So, warte mal, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Shit, er sieht mich doch. Ja gut, er sieht mich nicht direkt. Aha, okay, gut. Er braucht ja immer eine Weile, bis er wieder zurückkommt. Das heißt also, ich gehe erstmal in diese Richtung und werde mich dann erstmal dann gleich im Anschluss hinter den Hecken verstecken. Komm schon. Shit, das ist nicht gut. Der haut auch nicht ab, oder? Kacke! Na gut, versuchen wir es mal mit der Route hier.
In dem Labyrinth kann ich die auf jeden Fall richtig gut abhängen, solange ich zumindest selber noch eigentlich ja weiß, wo ich lang muss. Ja, sieht gut aus. Das Problem ist aber nur, hier liegen keine Batterien rum. Aber hier ist was anderes. Blutquarzradar. Da ist was in dem Käfig, keine Ahnung was, aber es macht Geräusche, wenn ich mit dem Blutquarz näher rangehe. Ja, verbesserten Quarzradar erhalten. Der Quarzradar leuchtet, wenn sich in der Nähe ein Blutquarz befindet. Außerdem zeigt er auf die Karte sämtliche Blutquarze an. Oh, das ist nützlich. Einen sehe ich ja zum Beispiel hier. Der ist eigentlich ja hinter dem Tor, das ja noch verschlossen war. Naja, gut, das kann auf jeden Fall praktisch sein. Und ich denke mal, hier bin ich sogar tatsächlich erstmal eine Weile sicher. Weshalb ich jetzt mal sagen würde, das war's mal wieder mit dem heutigen Part hier bei Let's Play Guild. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!